Britney Spears hat wieder die volle Kontrolle über ihr Privatleben und ihre Finanzen. Ein Gericht in Los Angeles erklärte die seit 13 Jahren andauernde Vormundschaft über die US-Sängerin und ihr Vermögen für beendet. Bei den Fans der 39-Jährigen kennt der Jubel keine Grenzen. Ich könnte heulen vor Freude. Auf diesen Augenblick haben wir so lange gewartet. Mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, wie froh ich bin. Ich freue mich so für Britney. Es ist unglaublich. Das hat sie immer gewollt. Jetzt kann sie wie Phönix aus der Asche auferstehen und alles tun, was sie will. Richterin Brenda Penny hatte bereits im September Spears Vater Jamie als Vormund abgesetzt. Nun wurde die gesamte Vormundschaft beendet. Die Sängerin kann jetzt wieder selbst über ihre Karriere, ihr Privatleben und ihre Finanzen bestimmen. Ob Britney wieder auftritt, das wird sie selbst zu gegebener Zeit entscheiden. Das ist ein monumentaler Moment für Britney Spears, aber auch ein düsterer Tag für mich und für Britney und für viele von uns, die sich mit Vormundschaften beschäftigen. Die Sängerin von Hits wie Baby One More Time war 2008 wegen psychischer Probleme in eine Klinik zwangseingewiesen und in der Folge entmündigt worden. Ihr Vater übernahm die Vormundschaft und damit auch die Kontrolle über ihr Vermögen. Kritiker warfen Jamie Spears vor, seine Tochter auszubeuten.